Hallo, bereit? Dion, muss ich Angst haben? Ein bisschen musst du Angst haben. Freizeitguru hat uns ein Paketchen geschickt für unsere WG. Kriegen ein neues Haustier. Es könnte sein, dass da ein Haus... Ist da Freizeitguru drin? Vielleicht ist Freizeitguru auch drin. Ich weiß halt literally gar nichts. Ich weiß halt nur so ein bisschen was. Aber ich weiß halt auch nicht so viel. Was ist denn das hier? Ist das hier vor Regenschützen? Ja, das ist Regenwasser aufgeklappt. Und Wein ist nach oben. Oh, Papier. Geikel, wir geben eins. Guck mal, eins für dich, eins für mich, eins für dich. Geil. What the fuck ist das? Hallo Dion, Robbins und Maggie. Hier eine Lootbox für euch. Ich glaube, ihr könnt mit den Dingen im Momenten mehr anfangen als ich. Gerne würde ich euch immer wieder persönlich auf die Nerven gehen und Zeit mit euch verbringen. Schade, dass das im Moment so schwer ist. Aber um euch ein wenig aufzumuntern, schicke ich diese Box mit viel Dion-Liebe und positiven Vibes. Wenn ihr die Dinge nicht braucht, könnt ihr sie verkaufen, verschenken oder einfach zurückschicken. Die Tastatur riecht so lustig, weil ich sie gesäubert und desinfiziert habe. Auf der Rückseite ist eine Anleitung für das Farbschemata. Ich bin gerade nicht so gut darin, Worte zu finden, aber ich vermisse die tolle Zeit mit euch. Egal, ob es durch halb Europa geht, um Magic zu spielen, ob wir in Weimar im Freibad sitzen, das gute Wetter genießen oder ob wir in Berlin die Social Movie Night besuchen und einen schönen Kinoabend genießen. Nochmal genießen. Genießen auf genießen. Wortwiederholung. Da gibt es so ein A beim Aufsatz. Kann man einen roten Strich haben? Ja. Ich hoffe, ich kann euch mit dieser Box ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Da sehe ich ein Lächeln. Denn das ist das, was wir, denke ich, im Moment gut gebrauchen können. Zumindest geht es mir so. Mir auch. Die Community hilft mir momentan echt durch die Zeit zu kommen, wenn es einfach ein Abend ist, an dem man den Steam schauen oder gemeinsam Roblox oder Ziff spielt. Roblox! Roblox! Oh Gott, oh Gott. Reale Kontakte kann das natürlich nicht ersetzen, aber es hilft. An dieser Stelle also nochmal vielen Dank für jeden Content, den ihr bringt und dass ihr so tolle Menschen um euch herum sammelt. Das bist du. Auf bald, dass wir bald wieder Karten flicken oder einfach nur unsere freie Zeit vertrödeln. Euer Malte, aka Freizeitguru. PS, natürlich auch liebe Grüße von Isa und Merle. Geil. Was da jetzt, was eine gebrauchte Tastatur oder was ist da jetzt drin? Die gebrauchte Tastatur ist schon für mich. Ach so. So eine mechanische Tastatur. Dinge! Was zur Hölle, Alter? Und warum ist da Wurst? Was zur Hölle und warum ist da Wurst? Und das damit herzlich willkommen beim Unboxing. Okay, ich glaube, das ist so ein Hintergrund, Dings. Hier haben wir auf jeden Fall eine Wurst. Ist das ein Greenscreen? Das ist ein Greenscreen, genau. Du hast ja schon einen, der ist für mich. Oh, Würfel für Julka. Würfel. Kannst du würfeln? Hier haben wir auf jeden Fall einen Greenscreen. Sinking City für Xbox One. Hast du eine Xbox? Eher nicht. Ja gut, dann lege ich es zurück. Hier haben wir ein paar wahrscheinlich Erinnerungsfotos, weil da bin ich auf jeden Fall mit drauf. Dummer Dion und Freizeitguru zur Premiere von Bad Neighbors 2 im April 2016. So sah das aus. Schön. So, Alter, kann's auf Tag hier. Das direkt ist noch ein Unboxing hinterher. Kann man richtig gut draften. Willst du es auch machen? Da kann die CD Raum rein. Was ist das? Das stimmt. Warum ist die CD da nicht drin? Vielleicht sollte die da gar nicht rein. Macht schon auf. Soll ich? Ja, klar. Unboxe. Was ist da drin so? Fetchländer. Wenn du Land hast. Ja, du kannst ja die Namen vorlesen, was du so drin hast. Okay. Von der Seite oder von anderen? Oh. Absan Banner? Oder muss ich das hier lesen? Nee, ist schon gut so. Okay. Boos Banner. Einok Tracker. Mhm. Land. Leute, Thailand. Leider nicht das richtige Land, aber es ist ein Land. Dragon Scale Boon.
Gott. Das sind alles noch, guck, da sind nämlich so schwarze Zeichen. Die schwarzen sind noch die nicht so geilen, weißt du? Okay. Dann wird es Silber und dann gibt es eine goldene. Oder eine mythische. Debilitating Injury. Blood. Blood. Englisch für Minus. Whirlwind. Whirlpool. Adapt. Siegecraft. Oh, noch ein Land. Ja. Aber auch nicht. Windsguard. Crack. Norland! Alter, das ist ein Land. Bloodfell Caves. Haben wir die nicht schon gehabt? Es kann auch mal Doppelte geben, aber ich glaube, es ist ein anderer. Bloodfire Expert. Okay. Jetzt kommen nämlich die Silbernen. Oh, ist das gut? Secret ja, geht. Secret Plans. Oh, Face Down Creatures, geil. So, und jetzt kommt vielleicht was richtig Dickes. Dann Drop. Oh, Planeswalker! Das Beste, was in Magic gibt! Der ist bestimmt noch ein bisschen was wert, oder? Der ist auf jeden Fall noch ein bisschen was wert. Habt ihr den noch nie gehabt? Ich glaube nicht. Okay. Und ein Sumpf! Also ich weiß nicht was, aber ein bisschen was ist der bestimmt wert. Schon ein heftiges Geschoss. Sehr stark. Hier, gibt's die Faust. Hast du Value aufgemacht. Für eure Glücksfee. Ja. Value always wins. Willst du die Wurst, oder? Nee, das sind Peitschen. Ja, Wurstpeitsche. Isst du eigentlich Fleisch? Selten. Ganz, ganz dann selten. Hast du die gerne. So, das ist die Tastatur. Eine mechanische Tastatur. Die habe ich mir schon mal reserviert. Okay. Fotostudio-Kit. Also wir sind jetzt halt ein Softlight, ja. Softlight, richtig. Und du mal wieder Profilbilder also machen zwei, musst für die Uni. Zwei halt. Gut ne? Ausgeleuchtet. Wir sind jetzt richtig gut ausgeleuchtet. Ich will auch mal was öffnen. Hier soll ich mal halten. Du Scheiße, Alter. Soll ich was dir das mal denn halten? Das sind aber jetzt nicht professionelles Fotostudio-Set für perfekte Fotografien. Alter, Malte, was geht, Mann? Warum? Ach, das sind wahrscheinlich einfach nur die Elektronen das dazu. Das sind die Glühlampen. Ja. Hattest du das noch über, bitte, Malte? Ja, er hatte das über. Okay, nicht hier irgendwie extra... Du weißt, der Mann, er heißt nicht umsonst Freizeitguru. Der hat ganz viel Freizeit und ganz viele Ideen, die er machen möchte. Ich mache hier einfach das Stativ zu. Geil. Willst du vielleicht das da aufmachen? Da ist ein weißes T-Shirt. Bis ganz leicht. Oh, weißes T-Shirt. Ja, hier ist eine Lampe oder so. Lampenschirm. Mhm. Wow! Ich habe halt keinen Lampenschirm, aber ist auch gut für ja, Dings. Die sind wahrscheinlich für die Dings da. Und das ist jetzt hier für mich zum Anziehen. Ja. So ein extra großes weißes Hemd. Ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt auseinanderziehen, dann müssen wir es danach wieder zusammenlegen. Ne? Hey, was ist das? Das ist wahrscheinlich als Hintergrund für unser professionelles Fotostudio, was wir jetzt haben. Ja, ja. Verrückt. Ich krieg's nicht hin. Wassereis! Julka, Wassereis! Wassereis! Riesen! Ein Eding! Also ein Eding! Heute ist Montag, den kannst du heute auf jeden Fall unboxen. Riesen! Alter! Das sind bestimmt 10.000. Sport, ich seh's genau. Bounties! Oh mein Gott! Das Beste! Erfrischungsschäfchen! Erfrischungsschäfchen! Oh. Julka, wie findest du Erfrischungsstäbchen? Aber ich mochte die als Kind richtig gerne. Ja, dann wirst du die heute lieben. Ihr seid alle fehlgeleitet. Ja, was sollen wir mit diesem Bounty-Schmutz machen? Das ist ja Bounty, Bounty und Knusperkeks, Alter, ist super geil. After Eight und Schokodrink für immer, du Arschloch. Guck mal, sitzt genau drei drin. Wollen wir einen Schokodrink trinken? Gerade Zähne. Ja, geil. Oh, über diese Hygiene hier, ekelhaft. Ja, Julka, du kannst ja aber auch, guck mal hier, such dir gern was aus. Ich will mich hier gar nicht reindrängen. Wirklich? Sogar dann brauchst du ein Edding. Vielleicht brauchst du auch ein Edding. Ich tue erstmal das du Wasser mit deinen Eis. Immer in der Schule. Ja, geil. Danke, Malte. Danke, Malte. 10 Minuten Riegel, würde ich sagen. Vielen Dank. Danke und... Tschüss. Tschüss, Malte. Schön ins Fettmaul stopfen, ey. Geil. Danke. 10 Minuten Regel.